Deutschland heizt fossil. Noch. Denn die Regierung will das ändern und sorgt für hitzige Debatten. Wie kann man heizen? Öl, Gas, Atomstrom, irgendwas. Neue Heizungen sollen künftig mit 65% Erneuerbaren laufen. Doch sind Wärmepumpen die einzig wahre Lösung? Wie kann eine Förderung für Mieter und Hauseigentümer aussehen, damit der Umbau nicht zur Kostenfalle wird? Lohnt sich das, hier jetzt komplett das alles rauszuschmeißen? Wie heizen wir in Zukunft? Fragen wir bei Fakt ist, Montag, 22:10 Uhr.